Ja, guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Heute ist der fünfte Tag, glaube ich, meiner Tour. Ja, der fünfte. Der fünfte Tag an der Weser. Und heute werde ich ja die Weser verlassen. Gestern hat es ja ziemlich geregnet. Ich habe jetzt mal meine Kette wieder ein bisschen nachgeschmiert, weil die hat ziemlich drunter gelitten und auch dreckig ist sie, aber da habe ich jetzt keinen Bock, die zu reinigen. Ich tue sie halt schmieren und daheim wird wieder sauber gemacht. Ja, ich habe mein Zelt schon wieder abgebaut. Es ist jetzt 6.30 Uhr, halb sieben. Jetzt muss ich noch geschwind ins Bad und meine Zähne putzen, bis wir den Knoblauch rausputzen von gestern, von den Calamari. Und dann geht's weiter. Erstmal an die Nordsee und dann, wie gesagt, wechsle ich ja den Weg. Dann geht's auf der Nordsee-Küstenradweg. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Jetzt geht's gleich los. Ja, 6.45 Uhr, die Sonne kommt raus. Heute scheint es wieder ein schönerer Tag zu werden. Aber bisher haben wir erst 14 Grad, also die letzten Tage war es morgens wärmer. Ja, noch einen letzten Blick auf den Campingplatz, der war wirklich gut. Und hier habe ich gestern Abend mein Essen geholt. Ja, wäre heute Morgen offen, hätte ich ein Fischbrötchen essen können, aber das ist nicht so mein Ding morgens. Also, gehen wir los auf der Suche nach Frühstück. Der Campingplatz war hier direkt neben dem Radweg. Insofern bin ich jetzt schon wieder richtig auf dem Weg und fahre Richtung Nordenham. Und schaut euch das an, die Weser hier bei Nordenham. Ja, ganz schön gewachsen gegenüber Hahnenwinden, wo ich gestartet bin. Ein Riesenteil. Und noch 10 Kilometer bis zur Fähre Bremerhaven. Und da bei dieser Fähre, da werde ich links abbiegen und ich habe euch ja gesagt, was ich dann mache. Auf alle Fälle nicht weiter auf dem Weserradweg. Ja, gestern Abend hatte ich auch noch ein kleines Zeckenproblem. Da hatte ich so, ja, beim in der Nähe vom Hals links habe ich gesehen, oh Scheiße, da hat sich eine kleine Zecke festgefressen. Naja, mit der Zeckenkarte war halt ein bisschen blöd, ich habe das nur im Spiegel gesehen und dann im Spiegel mit der Zeckenkarte das Ding zu erwischen, war nicht ganz einfach. Ja, ich hoffe, dass ich alles rausgekriegt habe. Desinfiziert habe ich, steht ja überall Desinfektionsmittel rum, das ist ja im Moment nicht gerade das Problem. Ja, und hoffe mal, dass es keine bleibenden Schäden gibt, das kleine Vieh. Das kann einem halt beim Campen immer wieder passieren. Sowieso, wenn man immer mit Sandalen rumlatscht. Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile, wisst ihr ja. So, und mein Nachteil ist, ich habe gehofft, ich fahre zufällig an der Bäckerei vorbei. Bin aber zufällig an keiner bisher vorbeigefahren. Und hier sieht es auch nicht gerade nach Bäckerei aus. Ja, Freunde, jetzt stehe ich hier in Plexen an der Weserfähre. Hier geht es jetzt rübergehen nach Bremerhaven. Und für mich geht es jetzt links weiter auf dem Nordsee-Küstenradweg. Ja, das wäre jetzt also meine Fähre gewesen. Hier noch ein Blick rüber Richtung Bremerhaven. Schön mit Gegenlicht. Ja, und ich fahre in die andere Richtung weiter. Auf Wiedersehen, Fähre.
Nach 470 Kilometern habe ich die Ems jetzt verlassen. Ach Quatsch, die Ems, da komme ich erst hin. Die Weser habe ich verlassen. Nach 470 Kilometern die Weser verlassen und fahre jetzt durch Plexen auf der Suche nach einer Bäckerei. So, das hat ja wieder gut geklappt. Ein Kaffee und ein Brötchen mit Frikadelle drauf. Einen guten. Ja, dank Google Maps hat es ja jetzt noch ganz gut geklappt mit meinem Frühstück. Und jetzt bin ich gestärkt für das hier. Das ist nämlich der Nordsee-Küstenradweg. Ja, den werde ich jetzt so, denk mal, 3-4 Tage folgen. Ist das nicht super? Ich habe Rückenwind und schaut euch das hier an. Der Weg hier gehört die nächsten Tage mir. Ist das nicht genial? Ich freue mich drauf. Los geht's. Mein Logo für die nächsten paar Tage. Ja, und hier gibt es noch wesentlich mehr. Ja, mein nächstes Ziel, so Richtung Wattens, mal 8 Kilometer. Ein Kilometer zählen wir ja schon gar nicht. Auf Wiedersehen in Plexen. Da habe ich gut gefrühstückt. Und jetzt geht's immer am Deich entlang. Und ich hoffe, immer mit Rückenwind. Und es rollt hier richtig genial. Da geht's ab. Rückenwind ist was Feines. Was ist das hier? Hitchcock, die Vögel. Und nach dem Tag gestern macht es heute natürlich umso mehr Spaß, hier durch die Sonne zu radeln. Ich habe die erste Jacke schon ausgezogen, es wird jetzt wärmer. Und echt ein herrlicher Weg gerade. Wenn es so bleibt, top. Wahnsinn, wie flach hier alles ist. Nur der Deich hier rechts geht der Berg hoch und davor alles total flach. Ja, schön. Und es rollt wahnsinnig gut gerade. Richtig gut. Ja, das Haus hier ist auch ein Schmuckstück und da meine ich jetzt nicht das Kleine, sondern das Große dahinter. Schaut euch das mal an. Ist das nicht wunderschön? Freunde, hier könnte ich es auch aushalten. Ich glaube, da könnte ich alt werden. Ja, die einzigsten Steigungen hier sind, wenn man mal über den Deich geht. Da unten ein Campingplatz. Die Sonny hat mir gerade gemeldet, die Kamera Speicherplatz voll. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass ich so viel filme. Ich hoffe, dass ich bei meinen Akkus auch noch eine Ersatzkarte dabei habe. Wenn nicht, müsste ich gucken, dass ich hier noch eine besorge.
Ja, ich werde bei Gelegenheit dann mal gucken, aber im Moment rollt es gerade gut. Mag ihn nicht schon wieder anhalten. Ich genieße es hier gerade, obwohl ich jetzt ein bisschen Gegenwind habe. Aber nicht, weil sich der Wind gedreht hat, sondern der Weg hat sich jetzt ein bisschen gedreht. Ja, es wird nur öfters vorkommen. Aber die Hauptrichtung vom Wind ist heute hinter mir. Ja, ich habe die Speicherkarte gewechselt. Ich habe gerade gesehen, ich habe sogar noch zwei dabei, zwei 64 GB Karten. So viel werde ich hoffentlich nicht brauchen. Was ich aber nicht dabei habe, ist eine Karte für die GoPro. Also wenn ich die dann zugeschissen habe, dann ist es rum mit der GoPro. Aber dann habe ich ja die hier noch. Okay, also weiter geht's. Ja, ich habe jetzt 495 Kilometer und jetzt will ich doch auch mal wissen, was hier hinter dem Deich ist. Ich fahre die ganze Zeit daneben. Ja, klasse! Wer hätte es gedacht? Ein Meer! Das wird doch nicht die Nordsee sein, ne? Wow! Schön! Ja, Leute, die Tour beginnt mir immer mehr zu gefallen. Das Meer. La Meer. Mäh. Ich glaube, die verstehen mich, ja? Okay, schwimmen gehe ich nicht. Ich gehe wieder runter zu meinem Radl. Da ist nämlich alles drin. Nicht, dass ich nachher noch mehr drin habe. Und fahre weiter. Schön. Restaurante Pizzeria auf dem Deich. Allerdings haben wir erst 9.30 Uhr, nichts mit Restaurante Pizzeria für mich. Für mich geht's unterhalb vom Deich weiter in die Richtung hier. Tossens 2,3 Kilometer. Ich denke mal, so habe ich mir den Nordsee-Küstenradweg immer vorgestellt. Genau so. Also wenn das vor mir ein Aussichtsturm ist, gehe ich mal hoch. Aber ich glaube mal eher nicht. Das wird zu sein, das Teil. So, am Preußeneck bin ich hier also. Da bin ich ja richtig. Und das hier ist das Leuchtfeuer Preußeneck. Ja, Rainer macht sich wieder seine Namen, wie es ihm gerade ist. Hier könnt ihr lesen, was es wirklich ist. Das Oberfeuer Preußeneck. So, und hier könnt ihr griechisch essen, aber wir haben erst 10 Uhr oder sowas. Das heißt, ich werde hier nicht griechisch essen. Ich fahre weiter, direkt am Meer. Ich freue mich. Schaut mal, mein Radweg. Hier geht's weiter. Mann, oh Mann, bin ich heute ein Glückskind. Ist das nicht genial? Das ist bestimmt die Entschuldigung für diesen Regentag gestern. Mann, genieße ich das hier. Herrlich. Woo.
Himmel sieht. Da sind vorher zwei Kampfjet geflogen und die haben die Dinger da reingezogen. Ich glaube, ich muss kotzen. Das ist schlimmer wie Achterbahn. Wahnsinn. Oh, und hier am Meer. So genial. Das hat sich wirklich gelohnt, die Woche Urlaub, die ich jetzt habe. Super. Hier kommt jetzt eine Umleitung. Warum, weshalb, weswegen, weiß ich nicht. Aber sie ist ja, wie es aussieht, ausgeschildert. Und dann wird man nicht in diese Richtung weiterfahren, sondern in diese hier. Kein Problem. Wird schon klappen. Die Umleitung führt jetzt hier an der Straße, aber separater Radweg. Ja, da drüben sieht man der Deich. Bin mal gespannt, wann ich wieder darüber komme. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, wenn man das gewohnt war, so schön am Deich fahren, so ruhig hier wieder in der Straße. Aber also es gibt bestimmt Schlimmeres. Das nehmen wir mal so hin. Ich habe jetzt gerade hier vom Radweg aus so ein Melkhus gesehen. Melkhus, ja, weiß nicht, was da gibt. Vermutlich Milch. Ich schau mal rein. Ja, Milch ist ein bisschen untertrieben. Da gibt es Buttermilch und Buttermilch und Buttermilch. Und was mir hier gefällt, schaut mal, Quarkspeise mit Kirschen. Sowas könnte ich mir doch jetzt geschwind mal gönnen, ha? Das macht mich an. Quarkspeise mit Kirschen. Da bin ich doch mal gespannt. Freunde, das Leben kann so gut sein. Super gut. Schaut mal hier. Wunderschön. Inzwischen ist 11 Uhr. Ja, ich bin eine ganze Weile jetzt da gesessen. Das war richtig angenehm. Der Quark mit Kirschen war richtig lecker. Ja, da sollte ich jetzt mal weiterfahren. Weil nur vom Rumsitzen kriegt man unsere Tour nicht zusammen. Man muss auch wieder auf der Brux sitzen und weiter radeln. Ja, machen wir doch gerade. Meine nächsten Ziele: Varel, 11 Kilometer, und Dangast in 14 Kilometern. Das Landhaus hier steht in Dittmarshausen und für mich geht's weiter Richtung Varel. Genau, und im Moment muss ich viel an Straßen fahren, zwar extra Radweg, aber der Krach hat man natürlich. Die braune Brühe hier, die da Richtung Nordsee fließt, ist die Jade. Ja, warum die so braun ist, keine Ahnung. Aber zum Baden lädt es gerade nicht ein. 12 Uhr mittags. Ich bin in Varel und diese schöne Kirche hier gucke ich nur von außen an. Ich guck mal lieber mal was zum Essen hier in Varel. Ah, das hört sich doch nicht schlecht an. Schauen wir mal, was es da gibt. Und jetzt ratet mal, was ich hier geordert habe. Einmal Spaghetti Carbonara. Habe ich sogar sicher hierher gebracht. Ja, jetzt ein Bänkle. Und hier werde ich jetzt Mittag essen. Spaghetti Carbonara. Na, da freue ich mich doch drauf.
So sieht das ausgepackt aus. Ein Parmesan habe ich auch noch dazu. Ja, und hier noch ein Bier, wo ich von gestern noch übrig hatte. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Das passt ja heute Mittag. Genau. Ja, dann gucke ich, dass ich das Carbonara hier rüberbringe. Oh, schön mit Schinken. Ja, bin mal gespannt. Das hätten sie auch gleich da drauf kippen können. So. Und noch schön von meinem Parmesan drüber. Und dann testen wir das Thema mal hier. Ja, es geht, aber ich muss meinen Pfefferstreuer mal wieder rausholen. Aber für 4 Euro für so ein Mittagessen jetzt, ich glaube, da kann man nicht meckern. Das passt. Ich habe dann extra für den Fall wie jetzt ein Besteck, immer von den Klappbestecken hier, immer vorne drin in meiner Lenkertasche. Damit ich nicht immer der Trangia auspacken muss. Weil das andere Besteck ist ja immer im Trangia drin. Ich bin jetzt dann babsatt. Das stopft das Zeug. Aber Nudeln sind gut, Kohlehydrate, komme ich wieder ein paar Kilometer weiter hier auf dem Nordsee-Küstenradweg zum Wohl. Ja, und jetzt ganz gemütlich weiter, denn jetzt muss beides schaffen, die Beine und der Magen. Ja, schön gemütlich. Das passt schon. Jetzt noch hier am Hafen vorbei. Ja, und dann müsste ich wieder an den Nordsee kommen und ja, was wohl? Radfahren an der Nordsee. Schaut mal hier, so viele Kühe liegen alle voll rum, täte ich jetzt auch am liebsten. Jo, dann fahren wir mal mit einem Deich, nicht? Genau, bis Wilhelmshaven noch 25 Kilometer, habe ich gerade gelesen. Und die haben doch Schnee hier oben im Norden. Die haben ja auch einen Schneemann. Schön. Es kommt echt gut hier. Hier an der Nordseeküste habe ich mir noch gar keine Campingplätze rausgesucht. Weil das war mir zu unsicher, da schon vorzuplanen. Ich habe nicht gewusst, wie lange ich für den anderen Weg brauche, ob das alles klappt. Ja, und deshalb, ich werde jetzt noch so 1-2 Stunden fahren. Und dann werde ich mal schauen, was so kommt an Campingplätzen. Aber das hier ist so ein Weg, da sieht man ewig weit. Und ja, ist recht langweilig. Ich liege jetzt schon halb auf dem Fahrrad und rettel halt so vor mich hin. Jetzt habe ich hier die Conny und der Andreas getroffen. Die haben ein kleines Problem, die haben nämlich Blattfuß. Und wie es halt so ist, keine Ahnung, wie man Reifen wechselt. Und die haben jetzt gerade richtig Glück, dass sie mich getroffen haben. Denn ich werde denen jetzt helfen. Ich werde mir auch noch die Finger dreckig machen, bevor er da alles kaputt macht. Okay?
wenn man, was meinst du, so einen Flecken so drüber oder willst du das kleben? Ich sehe das nicht so hier, genau. Hier ist es einmal, ja. Dort und da. Der ist halb so groß wie der hier, ne? Mhm. Zeig mal, ob da einer drüber langt. So einen langen nehmen, oder? Ein langer wird passen, ja. Ich war jetzt auch ewig geil, echt? Wie du sagst. Also gut, da, wie hast du jetzt nochmal gesagt? Andreas. Und Andreas, der kommt auch von Stuttgart und zufälligerweise arbeitet er auch beim Daimler, bei Mercedes. Und er ist Ingenieur und deswegen, ja genau, pass mal auf, dass wir nicht so viel Müll hier machen. Deswegen weiß ich ja nie, ob er mal mein Chef wird, deswegen habe ich mir jetzt überhaupt geholfen. Okay, jetzt, wir müssen jetzt hier die 4 Minuten abwarten, dass das ein bisschen abtrocknet und dann machen wir das Ding wieder dicht und ich fahre eh in die Richtung, dann kriege ich nicht mit, wenn die Luft wieder rausgeht und dann ist das gut. Stimmt. Also und ich habe vor der Tour schon gesagt, wir brauchen unbedingt, wenn wir daheim sind, Ersatzschläuche, ja, die wir dann einpacken. Ja. Und Flickzeug. Und Flickzeug, ja, das besorgen wir heute noch. Aber die Pumpe habt ihr ja heute. Das war ja schon mal super. Die hat uns einen Anfang. Der Papa mitgegeben. Der Papa war es wieder. Klasse. Okay. Und meinen Kanal auch abonnieren, gell? Mhm. Ja. Nein, das ist jetzt so Ehrensache. Lange Touren und da filmst du die Abenteuer. Und einen netten Kommentar schreiben, was für ein lieber, netter Mensch, dass ich bin. Ja, das Wort, ja? Held hast du doch schon geprägt vorhin. Ja, ja gut, das also ist ja selbstverständlich. Jetzt pumpt du und dann ist gut. Jetzt ist das auch erledigt. Die zwei sind wieder glücklich. Ich hoffe, dass der Reifen hält, bis sie am Ziel sind heute oder überhaupt auf ihrer ganzen Tour. Ja, und ich denke, sowas sollte jeder machen, wenn er unterwegs ist, anderen helfen. Denn man weiß nie, wenn man selber Hilfe braucht. So sieht's aus. Und jetzt geht's weiter. Ja, schaut mal, da laufen zwei im Meer. Das sieht verdammt nach Ebbe aus. Es gibt ja hier auch noch Ebbe und Flut. Und jetzt wohl Ebbe. Ja, ich radle jetzt hier schon eine ganze Weile durchs flache Land. Mal links, mal rechts. Also weg vom Meer grad. Und bis Wilhelmshaven stand jetzt dran noch 15,5 Kilometer. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns da wieder. Wenn vorher nichts Spannendes mehr kommt. Und ihr wisst ja, immer schön Mundschutz tragen. Das verfolgt mich jetzt auch schon die ganze Tour. Ja, ich würde euch jetzt gerne erzählen, wie dieses wunderschöne Städtchen hier heißt. Aber ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Ich weiß es nicht. Naja, vielleicht wisst ihr es ja. Die Kirche ist doch... Jetzt fällt mir es nicht ein, was sie ist. Na, auf alle Fälle an der Kirche sollte man es doch erkennen. Oder? Also, wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht. Ja, ich melde mich mal wieder nach... 8 Kilometer bis Wilhelmshaven. Ja, und hier bin ich an irgendeinem Kanal oder was das ist. Und wie gesagt, Wilhelmshaven, nächstes großes Ziel. Auch mal wieder schön am Wasser zu fahren. Auch wenn es nur ein Kanal ist und nicht das große Meer. Das ist gleich richtig angenehm, das Wasser, merkst du von der Luft her ein bisschen kühler, richtig angenehm. Weiter geht's. Jetzt vor Wilhelmshaven komme ich wieder ans Meer. Ja, nur leider ist das Meer gerade weg. Aber was soll's, ich wollte eh nicht baden gehen. Sieht ja auch interessant aus hier. Ja, ich würde mal vermuten,
Ich habe jetzt hier Wilhelmshaven erreicht. So sieht's aus. Wilhelmshaven. Ja, hier noch ein kleineres Video von die Kriegsschiffe da und dann gehe ich über die Kaiser-Wilhelm-Brücke. So sieht's aus. Rainer fährt über die Kaiser-Wilhelm-Brücke in Wilhelmshaven. Ja, ja, ich werde euch jetzt nicht mit allen Gebäuden hier von Wilhelmshaven plagen. Das hier noch und dann fahre ich weiter und suche meine Route hier wieder raus aus der Stadt. Ja, ich war jetzt gerade noch im Rewe mein Abendessen einkaufen. Da habe ich hier geschwind angehalten, habe mal auf die Karte geschaut, wo der nächste Campingplatz ist. In Hooksiel habe ich jetzt eingefunden. 15, 20 Kilometer von hier, glaube ich. Ja, da gehe ich das jetzt noch voll an und dann langt es mir für heute. Okay, gehen wir weiter. Ja, wir haben jetzt 16.30 Uhr, also ich werde heute wesentlich später am Campingplatz ankommen wie sonst. Und ja, ich muss richtig aufpassen, muss andauernd das Navi einschalten. Weil die Beschilderung ist gerade richtig schlecht. Also, da tut der Navi gerade gut. Ich will es ja aber nicht die ganze Zeit anlassen, weil das heißt, es läuft im Hintergrund. Der Bildschirm will ich nicht dauernd anlassen, weil mein Ladegerät ja wieder nicht funktioniert. Aber wir kriegen es in den Griff. Im Moment ist der Akkustand vom Navi bei, ich glaube, 40%, muss noch mal gucken. Insofern müsste es noch gut lang. Wenn ich kann ja auch die Powerbank anschließen, die vorne in die Tasche legen. Und kein Problem, kriegen wir hin. Ich habe gerade mal geguckt, die Batterie hat 48%, also kein Problem. Was witzig ist, schaut mal die Höhenmeter. Ich habe 1600 Höhenmeter, das heißt, das Barometer hier vom Navi, das kommt mit dem Luftdruck hier total durcheinander. Denn wenn er hier schaut, da ist eine Tageshöhe von 1133, die ist aber seit ich gestartet bin in Hahnmünden. Und das hier, das ist von heute. Also sprich, das Teil ist total daneben. Aber das Wetter wechselt auch ständig. Ich denke mal, dass da der Luftdruck brutal rumspinnt. Ja, so vermute ich mal. Ansonsten sehe ich da kein Ding. Ja, Temperatur 27 Grad, ihr seht's. Und gefahren bin ich heute 133 bisher. Ich habe ja noch ein paar Kilometer vor mir. Und jetzt aber weiter. Der Himmel überlegt sich wohl gerade auch noch, ob er mir heute noch ein Gewitter schickt. So ganz sauber sieht es gerade nicht aus. Aber ich bin ja langsam Regen erprobt. He? Dann müssten wir das halt auch noch so mit hinnehmen. In Hooksiel bin ich jetzt. Hooksiel. Jetzt muss ich nur noch den Campingplatz finden. In Hooksiel. Da haben wir es ja, das kleine Plätzchen. Jetzt hoffe ich nur noch, dass sie auch für mich ein noch kleineres Plätzchen übrig haben. Oh ja, mir langt's jetzt. Hier ist die Telefonnummer. Oh, wollte gerade. Danke. Kannst du mal einfach mal eben anrufen? Ja. Das ist hier Friesland Camping, das ist am Schwimmbad. Ich muss erst mal gucken, wie weit es weg ist. Also das sind glaube ich 8 Kilometer. Okay, danke mal. Ja, bitte. Ja, Freunde, da habe ich jetzt ganz schön verkackt. Ja, ich muss mal Start drücken, meine Tour geht weiter.
nehmen hier wegen Corona keine Zelte auf. Und der nächste Campingplatz wäre 18 Kilometer entfernt von hier, habe ich angerufen. Auch nichts. Tja, jetzt fahre ich einfach weiter und muss mal schauen, wo ich bleibe. Ob ich dann mein Zelt irgendwo in die Büsche schmeiße oder ob ich mir ein Zimmer nehme. Irgend sowas in der Richtung. Das wird es wohl rauslaufen. Ja, jetzt sind wir mal zuversichtlich, dass wir was Schönes finden. Ich bin noch ein kurzes Stück jetzt gefahren. Habe hier eigentlich ein schönes Plätzchen gefunden. Ein bisschen blöd, da ist eine Straße, die hört man. Hier ist auch eine kleine Straße, aber ich glaube, da fährt nicht viel. Da ist bisher noch kein Auto gefahren. Ja, über die Brücke da. Wie gesagt, die Straße da drüben hört man halt, wie es heute Nacht ist, weiß ich nicht. Aber bevor ich jetzt lang rumsuche, ich hau hier mein Zelt hin und hoffe, dass mich keiner verjagt. Was soll ich machen also? Andere Chance habe ich gerade groß nicht. So werde ich es machen. Naja, ich bin mal froh, dass es nicht knallorange ist oder so. Aber ein bisschen sehen tut man es schon also. Aber sobald es ein bisschen dunkel wird, ist es weg. Sollen die Leute in die Richtung da schauen? Da sieht man kein Zelt. Ja, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt erstmal zum gemütlichen Teil des Abends über. Erstmal hier ein schönes kühles Becks, was ich mir noch im Laden geholt habe. Ist noch relativ kalt, muss ich sagen, obwohl es jetzt gerade die Abendsonne noch ganz schön brennt. Ja, das werde ich jetzt erstmal in aller Ruhe genießen und danach werde ich der Trangia auspacken und dann gibt's was zum Essen. So sieht's aus. Zum Wohl. Ja, gibt sonst nichts zu sagen. Ja, mein erstes Bierchen ist leer hier. Das habe ich genossen, habe meine Frau angerufen und mich mit der noch eine Stunde bestimmt unterhalten. Hier habe ich zwei feine Spieße für mein Trangia. Die habe ich im Laden geholt, weiß nicht mehr wie er heißt. Dazu habe ich hier schöne Rosmarinkartoffeln, gab es da auch. Und einen Salat für 1 Euro. Ja, und das werde ich mir jetzt heute zubereiten. Ich freue mich drauf, hier mitten, weiß nicht, wo ich bin. So gesehen hat es das Wildcampen ja schon was, aber ich persönlich mag es eigentlich nicht so arg. Mir ist ein Campingplatz lieber, aber ich muss es auch mal so hinnehmen. Und wie gesagt, wenn man dann sein Zelt stehen hat und denkt, man ist relativ safe hier, dann passt das. So, Trangia ist an. Hoffe ich. Dann werden wir mal die Spieße anbraten. Passen sogar da rein. Ja, und die Kartoffeln werde ich da mit rein tun. Dann Spieße abziehen, essen, genießen. Passt doch, oder? Abfall schmeiße ich da in die Hecken. Sieht eh keiner hier. Ja, ja. Glaubt doch, was ihr wollt, das tut er eh. Oh, ja. Und ein Bier mache ich auch noch auf. Was bimmelt denn da so laut? 19 Uhr. Sieht das nicht genial aus? Mann. Ich glaube, ich gehe öfters Wildcampen. Da gibt es die besten Essen. So was von super.
Wow. Ja, ich denke, das ist alles gut. Ich werde jetzt mal die Flamme ausmachen und dann versuche ich hier die Spieße mal zuzulegen. Meinen Salat habe ich schon gemacht. Machen wir erstmal hier Feuer aus. So. Will nicht so, wie ich will. Nochmal mit dem. So, jetzt aber endgültig. Der andere Ring hier, der hat ja so eine Dichtung drin, aber die ist schon lang kaputt bei meinem. Also insofern kann ich da nicht mehr viel kaputt machen. Sollte mir vielleicht mal einen neuen Brenner kaufen. So. Nur die Spieße runter machen und dann kann ich alles schön wieder aus der Pfanne hier essen. So, dann schauen wir mal, ob wir das hier so einfach runterkriegen. Natürlich nicht. Boah, das geht richtig schwer. Ja. Ich glaube, ich schalte die Kamera ab, sonst seht ihr hier nur ein Unglück, was ich hier fabriziere. So, einen Spieß habt ihr jetzt gesehen, der andere zeige ich euch nicht. Ich schalte jetzt ab und genieße mein Essen. Und natürlich nochmal so ein schönes, was war's, ein Becks, ein schönes Becksbier dazu. Ja, so sieht mein langweiliger 1-Euro-Salat aus. Und hier habe ich jetzt alles in schön mundgerechte Stückle gemacht und nochmal geschwind aufgeheizt jetzt hier. Und dann tue ich es noch ein bisschen verteilen wieder, dass alles schön richtig heiß wird. Na, ihr gehört auseinander, ihr zwei. Ja, und dann kann ich es genießen. Ich freue mich drauf. Und mein Bier muss ich noch aus der Tasche holen. Dann gibt's nur noch eins zu sagen. Zum Wohl und guten Appetit. So, mal wieder Feuer löschen und dann testen wir mal hier so ein Kartoffelchen. Schmeckt nach Rosmarin. Mein Fleisch ist ein kleines bisschen trocken, aber es ist auch Hähnchen insofern, oder? Ich denke doch. Ich weiß nicht mal, was ich essen tue. Frisches vom Bauernhof. Achso, ich bin bei den Kartoffeln. Achso, ich habe die Spieße an der Theke geholt. Ja, das ist Hähnchen. Eigentlich eindeutig, ja. Bisschen trocken, aber dafür habe ich ja hier meinen genialen 1-Euro-Salat. Und für 1 Euro schmeckt er echt gut. So. Und jetzt schalte ich euch mal ab. Ihr wisst ja, ich esse gerne in Ruhe, auch wenn man hier die Straße hört. Und ich melde mich nachher nochmal. Also, ich habe mich jetzt umentschieden.
Es ist Schwein. Es ist kein Hähnchen. Ja, Mann. 140 Kilometer. Da ist man ein bisschen blöd in der Birne. Aber es schmeckt mir, ob es trocken ist, ob ich einfach Hunger habe. So richtig Hunger habe gerade. So. Jetzt ist das auch gesagt, geklärt mit dem Schwein und dem Huhn. Und jetzt essen wir weiter. Ja, Freunde, das war ein schöner, aber auch anstrengender Tag. Ich genieße jetzt hier nur ein bisschen die Abendsonne. Wir haben jetzt 21.05 Uhr und ja, jetzt täte ich mal sagen, jetzt lassen wir den Tag voll ausklingen. Ich werde mich jetzt noch in mein Zelt verziehen und noch ein bisschen lesen. Und ja, das Video ist jetzt zu Ende von dem Tag. Ich hoffe, euch hat der Tag auch gut gefallen. Mir hat er sehr gut gefallen. Jetzt der Schluss war, naja, war für mich jetzt okay, aber ich wäre jetzt lieber auf den Campingplatz gegangen, hätte geduscht. Aber so hat es jetzt auch gepasst. Und ich hoffe, dass ich morgen einen Campingplatz kriege und mal wieder richtig schön duschen kann und ja, mich rasieren kann. Werde morgen übel aussehen. Aber ich hoffe, ihr seid trotzdem wieder mit dabei morgen, auch wenn ich morgen mal unrasiert auf meinem Fahrrad sitze. Na, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss und danke fürs Reinschauen. Und hier Sonnenuntergang. Herrlich.